Da, 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 da. Ha, ha, ha. Das macht ein bisschen viel Krach, gebe ich zu. Komm schon, Drohne. Go, go, go. Ah, nur noch 5 Schuss. Ich rette dich, Drohne. Oh, 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 das sind viele. Ja, mach das mal. Nie im Leben. What the hell? Was ist das denn für ein Gefährter? Ach du Scheiße, da schießt ein komplettes Schiff auf uns. Geht dran. Ich weiß zwar nicht, wer hier Alarm ausgelöst hat, aber okay. Und die Drohne hat's gleich. Ich muss eine Waffe aufheben, dann schaffe ich es nicht. Komm schon, mach Terror-Drohne. Oh, wie lieb. In den Tod gekuschelt, würde ich das mal nennen. So. Ich bin aber trotzdem ganz stark dafür, dass ich die Waffe behalte. Nehmen wir mal hier so eine Shotgun. Immer noch nicht gehackt. Aber irgendwie kommt auch keine Verstärkung mehr. Wurde garantiert unterbrochen. So, gehen wir weiter hoch. Kümmern wir uns um den Funkturm. Ja, da haben wir doch Munition. Nix da. Ich hab da auch noch ein Wort mitzusprechen. Wo sitzt der? What the hell? Da sagen die sich vor mir ab. Nix da, du überlebst nicht. Oh, Sprengsätze. Ja. Ich hab's einfach gewusst. Offensichtlicher geht's doch echt nicht mehr. Na, explodier gleich mit. So, Funkturm. Zeitung. Wow. Oh, Kanzlerin Visari hat bla 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 gemacht. Scheißegal. Dass die sich überhaupt so ausbreiten dürfen, das ist. Weiß ich nicht. Nach all dem, was die Helges den ISA-Leuten da angetan hat. Wahnsinn. Hacken sie sich in den Sicherheitshauptrechner? Das ist doch der hier. Dann hack mal. Diese Information können wir garantiert gebrauchen. Okay, warum soll ich denn das Gewehr jetzt laden? Mit R2? Ja, ist mir bekannt. Was soll es gebracht haben? Info, die haben wir schon bekommen. Okay. Da haben wir unser eigentliches Missionsziel hin. Viel Spaß, Drohne. Hey, da oben ist auch noch irgendwas. Scheint Munition zu sein. Ja, haben anscheinend voll. What the hell? Gut in die Luft geflogen. Oh shit, die kommen schon. Mach mal Terror-Drohne. Pust euch weg. Auf euren toten Planeten zurück. So, weiter geht's. Wir rücken vor. Da oben müssen wir hin. Ich weiß gar nicht, wie wir da hinkommen, ehrlich zu sein. Ich denke, wir müssen auf irgendeinen Turm und von da aus die Seilrutsche verwenden. Möglich wär's. Garantiert wieder alles voll von denen. Hauptsache, wir haben Beschäftigung. Ja, 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 ja. Sniper, wo bist du? Oh shit, oh shit, oh shit. Ich hätte den anderen Modus nehmen sollen.
bist du? Wo bist du? Wo bist du? Boah, die sind mal hier überall. Aber wirklich überall. Wahnsinn. Das ist ja der Hammer. Boah, es sind zu viele. Hier sind einfach zu viele. Keine Chance. Wie viele waren denn da jetzt, ey? Wow. Ich will doch nur zum Turm. Haben schon einer gesehen. Nix da. Der hat das überlebt. Der killt irgendwie jeden. Böser Sniper. Feuermodus wechseln. Der hat ja mal nichts ausgehalten. Ich liebe das, in den Nahkampf zu gehen. Ich muss mal klären mit der Situation. Null Problem. Oh, für dich wechsle ich den Feuermodus gerne. Du feige Sau, wo bist du? Mit dem Sniper doch mal richtig auf den Sack. Nehmen wir den mal näher, komm. Da läuft er, da läuft er. Was geht? Wow, der verschwindet einfach. Boah, nicht schlecht, Sniper, nicht schlecht. Verzieh so heftig. Ich hab den immer noch nicht erwischt. Noch mehr Sniper. Boah, ich muss mich erstmal erholen. So. Hartnäckige Viecher. Okay, jetzt zum Flakgeschütz. Mal rausfinden, wie wir da hochkommen. Gehen wir einfach mal hier hoch. Der Seilrutsche kommen wir logischerweise nur nach unten. Und wie kommen wir da hoch? Nett gestaltet auf jeden Fall. Kann man irgendwo andocken oder so? Oder führt hier einen Weg nach oben? Ja. Hier kommen wir hoch. Bloß nicht runtergucken und bloß nicht runterfallen. Ah. Ja, hier lang. Wow. Hat nur so überlebt. Wieder? Was geht denn? Na, oh, nicht gesprungen. Fies. Egal, soweit ist es ja nicht. Und mit Anlauf. Wupp. Der bleibt irgendwie in der Luft immer stehen, habe ich so das Gefühl. Ladungen an den Flachs anbringst. Positiv Pulsar.
Da sind die. Und die werden garantiert verteidigt sein. Schauen wir mal. Ha, ich kann die nicht wirklich einscannen. Okay, versuchen wir erstmal vom Weiten jemanden auszuknipsen. Toll, ich dachte, der kommt jetzt hier um die Ecke. Oh, toll, wohin mit dem Schuss? Hoffentlich löst er sich nicht gleich automatisch, sondern vibrieren wie Sau. Wo ist der? Da. Woll! Großflächiger Angriff. Drohne? Gib alles. Wo sitzt der? Wo sitzt der? Wo sitzt der? Hinter mir. Eigentlich müsste ich alles gut überblicken können. Die kommen direkt zu mir hochgelaufen, die Schweine. Nö, 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 nö. Haben wir nicht gewettet. Wir schießen jetzt von unten da durch das Gitter. Die Säcke, ey. Komm ich halt zu euch. Noch du in Zeitlupe, hell yeah! Das ist doch mal epic geil. So. Mission. Nur zwei Sprengladungen anbringen. Das ganze Spiel ist wirklich sehr ruhig. So kaum Musik, so. Aber ich denke, da kommen wir noch hin. Ist alles nur auf Schleichen gerade ausgelegt. Bin ich gar nicht gewohnt von Killzone. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Pulsar 1-8. Sind in 10 Minuten bereit. Ende. Verstanden, 1-8. Aufklärung. Haben Sie mich gehört? Ich gehe jetzt zum Landungsschiff. Wo sind Sie? Sind unterwegs. Wir sind gleich da. Umso besser. So, nur noch runterkommen. Landungsschiff. Da hinten. Seilrutsche? Können wir eigentlich von oben verwenden. Machen wir doch mal. Ist besser. Du, 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 du. Yep. Sei rutschig. Ich hoffe, das geht von hier oben. Ist ein bisschen hoch, gebe ich zu. Ja. Boah, der ist ja genau da drauf gelandet. Herr Guest? Jawohl. Ich sehe doch da einen. Bam! Oh mein Gott, die Reichweite ist nicht so hoch mit dem Teil. Hey, das ist einer von uns. Das Gebiet wurde geräumt. Ne, da kommen die. Da, hä? Jetzt die Granate, Drohne drauf. Jawoll! Oh, da kommen noch mehr. Dass die jetzt gar nicht da rauskommen. Ich geh mal hier besser in Deckung. Das Sperrfeuer, die kommen hier nicht mehr lebend raus. Ich geh mal weiter. Oh, die kommen da wieder von unten. Na, was ist los? Jetzt zieht den kürzeren. Nicht so viel bewegen. Die können sich super verstecken, ohne getroffen zu werden. Mal Terror machen. Was ist das? Voll die Terrordrohne, echt. So ein geiles Teil. Mal ein Stückchen weiter hoch. Und das Gebiet großflächig räumen. Ich glaube, ich habe da nur einen sitzen sehen. Nicht? Hm. Da! Kontakt! Oh, das sind immer viele. Müssen wir besser mal hier hin. Hab dich. Boah, die Drohne, die haut schon richtig rein.
Meine Güte, treff mit dem Scheißding. Bam. So, was ist mal langsam? Jetzt müssen die Landungszone sichern, aber trotzdem. Immer noch nicht. Warum sind da nie allzu viele? Oder ist das einer von mir? Jupp. Wir räuchern euch aus. Okay. Weiter zur Waffenkammer. Gar nichts. Drohne hacken. Ich würde mal selber den Knopf drücken. Muss mir ein bisschen an die Drohne gewöhnen. Wird schon gehen. Dach, 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 Dach. Terror ohne Ende, wir müssen nach oben. Wir müssen hier weg. Haltet das Dach unter Beschuss. Oh ja. Oh ja. Der Hammer. Das konnte ich gebrauchen. Adrenalin-Packs. Okay, ich muss nach oben. Noch mal irgendwo rein. Verwirrend! Sie stoßen erneut vor! Status des Ladungsschiffs! Noch ein paar Minuten! Die Winter verstärken! Bereit machen für Kontaktunterbrechung! So, aber die ganzen Geschütze funktionieren perfekt! Du kommst da nicht raus! Die Waffe ist so cool gerade. So, da geht mein Eimer aus der Deckung. Ich glaube, der wird abgeknallt. Oh, hi. Boah. Fetzen die alle so weg. Oh. Das ist doch Mist. Warum sind die immer genau vor mir? Ich bleib diesmal weiter hinten. Die sind tot. Können wir nicht einfach hier rein? Ach, wir müssen noch verteidigen. Sich weiter unten. Dann werfen wir mal Granaten hin. Ja, aber schnell. Warum haben wir das nicht schon viel leer gemacht? Raus hier, raus hier, raus hier. Gebiet gesäubert, Sir. Paket gesichert. Kehre zur Basis zurück. Feuerwerk! Wir haben es geschafft. Knall gehen wir raus. Ist das jemand hört? Es geht hier eine Infektion. Das war's mit den Schuhen. Es breitet sich aus. Ich glaube nicht, dass das ein Unfall gewesen ist. Es gibt so viele Sicherungssysteme. Menschen sterben! Das hier fand man auf einem Laufwerk der ISC Cassandra. Sie gehört zu uns. Forschung. Streng geheim. Biowaffen hauptsächlich. Wir wollten Kontakt herstellen. Nichts. Die Crew ist wohl tot. Woran hat sie geforscht? Es sollte uns Einfluss verschaffen. Als Abschreckung. Verdammt, wenn die Helgas es haben, sind sie nicht aufzuhalten. Das wäre kein Krieg. Das wäre Massenmord. Teile der Infos, die sie gesichert haben, waren abgehende Funksprüche der Cassandra. Wohl Helgast-Kodierung. Ich habe das Gefühl, dass sie geschickt hat. Dr. Hilary Massin, Projektleiterin. Sie will wohl überlaufen.
Geh an Bord, mach das Schiff klar und steuere es in die Sonne. Es muss wie ein Unfall aussehen. Ein EWAC-Team holt dich dann da raus. Wir sind nicht ohne Grund so vorsichtig, Lukas. Man würde es nicht verstehen, daher weißt nur du Bescheid. Wir haben keine Ahnung, was dich erwartet. Sei vorsichtig. Na, aber immer doch. Pulsar Shadow 1-8, Schiff in Sichtweite. Verteidigungssysteme scheinen deaktiviert zu sein. Verstanden. Brich durch die Hülle und melde dich. C-12 nähert sich ISC Cassandra. Noch 50 Meter. Shadow Marshall, vorbereiten für Weltraumspaziergang. Auf mein Kommando. Angriffsgerät in Position. C-12 startbereit. Viel Glück, Marshall. Endlich mal ein Weltraum, wo wir nichts hören. Wurde auch Zeit. Oh, wow! Nach oben und nach unten. Endlich mal richtig, richtig schwerelos. Das fühlt sich echt gut an. Dann mal weiter vor. Fliegen und fliegen und fliegen. Sprengen wir das Teil in die Luft. Jagen wir es in die Sonne!